Hallo, herzlich willkommen hier auf 1000best TV. Es ist wieder Dienstag 20 Uhr, da gibt es wieder die 1000best Top 5 Show. Und diesmal mit einem Thema, wo wahrscheinlich die Emotionen hochkochen werden, die besten Supersportler für die Landstraße. Was sind meine Favoriten? Bleibt dran, das schauen wir uns an. Das Thema heute, die besten Supersportler auf der Landstraße, ist natürlich ein heißes Thema, ist ein wichtiges Thema. Und da brauche ich natürlich ganz dringend eure Hilfe, auch mit Kommentaren mit dabei, weil natürlich das Feld so riesengroß ist. Was ich jetzt für meine persönliche Top 5 da in Fokus gerückt habe, dass ihr das wisst, ist einmal wichtig natürlich. Das Motorrad muss einmal Leihwand fahren. Also das ist einmal das Wichtigste überhaupt. Wenn das Motorrad nicht Leihwand fährt, kommt es nicht auf meine Top 5 Liste. Für einen Landstraßen-Supersportler muss aber auch das Thema Preis-Leistung passen. Rennstrecke ist was anderes. Rennstrecken ist das teuerste und beste gerade gut genug. Auf der Landstraße müssen die Finanzen auch noch in Ordnung sein, da darf man nicht so dekadent sein. Ist ein bisschen einfach auch ein bisschen eine pragmatische Sache. Ein bisschen. Wir reden ja von Supersportlern. Was mir auf der Landstraße auch wichtig ist, sind die Features, die das Motorrad drin hat. Also ABS-Traktionskontrolle und so weiter und so fort, weil man da auf der Landstraße von einigen davon gut profitieren kann. Und was mir auch wichtig ist, nicht weil ich einen kurzen hätte oder so, sondern das Image ist halt auch wichtig. Das Image der Fahrzeuge ist natürlich wichtig vor einem Kaffeehaus. Also es muss nicht nur gut fahren, sondern es muss auch im Freundeskreis ein hohes Ansehen genießen. Aber wir steigen jetzt auch schon ins Thema ein. Auf Platz 5 von dem besten Supersportler für die Landstraße ist für mich ein Motorrad. Vorsichtig, wo jetzt nicht mit PS-Zahlen geglänzt wird, aber ich sage, das ist in Summe seine Eigenschaften, einfach ein Motorrad, das immer noch auf eine Top-5-Liste für Landstraßen-Supersportler raufkommt, weil man ja auch einen Low-Budget-Tipp auch dabei braucht. Ich brauche einen Tipp für die jungen Gäste, für die Studenten, wenn die Supersportler gern fahren, und für die habe ich mit reingenommen die Honda CBR 600F. Ich weiß, nur 100 PS, aber hört zu, bei meinem letzten Video, was ich gehabt habe, bei den günstigen Motorrädern, was ich da für geile Kommentare drauf gekriegt habe zu Honda CBR 600F. Da gibt es Leute, die haben von euch haben gepostet Fotos von wirklich zuckersüßen, schönen Motorrädern um 1500 Euro, die immer noch teuer ihre Dienste verrichten. Ist ein Motorrad, das leistbar ist, zuverlässig ist, flink und sportlich fährt und auch eines der ganz wenigen Supersportmotorräder ist, wo man hinten noch ein bisschen Gepäck draufpacken kann, am Gardasee fahren kann, eine schöne Zeit haben kann. Man hat dann natürlich Einbußen bei der Performance vom Fahrwerk, Einbußen bei der Leistung, aber es ist natürlich so, dass man in Summe da wirklich viel für sein Geld geboten kriegt. Deswegen für mich Honda CBR 600F ist für mich ein ganz leibender Tipp, immer noch für einen super Landstraßen-Supersportler. Auf Platz 4 ist ein Motorrad, was ich glaube ich ein bisschen überraschen wird. Ein V2, aber nicht aus Italien, ein V2 aus Österreich. Für mich ein fulminantes Motorrad auf der Landstraße, die KTM RC8R. KTM RC8R habe ich wirklich genossen auf der Landstraße, bin viel damit gefahren, habe es 2 Jahre als Dauertester gehabt. Und ganz wichtig für Landstraßenmotorräder, also für die, wenn man sich auf der Landstraße fährt, nicht auf der Rennstrecken, ist ganz wichtig, schon die neueren Modelle nehmen, also die R-Modelle nehmen, die schon 2 Zündkerzen pro Zylinder haben, weil die ein viel besseres Ansprechverhalten haben, vor allem im Lastwechselbereich, bei niedrigen Drehzahlen, wenn man dann mit einem 50er durch die Ortschaft duckert. Also das ist wichtig, deswegen zur RC8R greifen, zu den neueren Varianten, schon mit dem neueren Zylinderkopf, für mich empfehlenswert. Und was mir an dem Motorrad taugt, an der RC8R, ist, dass sie, naja, von der Sitzposition her, eines der geringsten Übel darstellt im Supersportsegment. Also man sitzt da wirklich gut drauf und kann durch die vielen Einstellmöglichkeiten, die das Motorrad hat, die auch ein bisschen defensiver hinstellen von der Sitzposition, dass man auf der Straße wirklich leibend oben sitzt. Leistungsmäßig 160 PS ist es wirklich ganz, ganz leibend dabei, finde ich. Sie hat ein super hochwertiges Fahrwerk und mit der habe ich wirklich eine schöne Zeit immer gehabt. Sie ist vom Ansprechverhalten und vom Charakter her doch ein bisschen zickiger als ein Vierzylinder-Japaner, aber da prallen dann ja Glaubenswelten aufeinander. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, V2 oder rein Vierzylinder, müssten wir gleich jetzt eine kleine Umfrage starten. Also wer für V2 ist, muss jetzt gefällt mir drücken und wer für einen Vierzylinder ist, jetzt auf gefällt mir, dann wird das jetzt alles zu einer riesigen gefällt mir Wolke und keiner kennt sich mehr aus. Aber de facto ist das eine Glaubenskrise, ein bisschen ein Glaubenskrieg, V2 gegen Vierzylinder. Das kann man mit Kommentaren natürlich ein bisschen, könnt's mir da ein bisschen Feedback geben, wie ihr das seht.
Und wenn V2 und auf der Landstraße viel unterwegs, muss ich sagen, ist die KTM jetzt auch eine wirklich gute Wahl. Auf Platz 3, Ayabana wieder und auch wieder eine Honda. Ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, habe auch viele alte Testberichte von mir durchstudiert, von Landstraßenvergleichstests der letzten 10 Jahre. Und ich muss sagen, trotzdem, obwohl jetzt die anderen auch schon dann leistungsmäßig vorne waren, die E1 zum Beispiel, muss ich sagen, für die Landstraße immer noch für mich die Fireblade im Moment vor der E1, vor der G6R, vor der ZX10R, wenn das Budget ein bisschen größer ist. Also wenn ich mir die neueren Baujahre leisten kann, würde ich zu CBR 1000 greifen. Die ist für mich ein ganz würdiger Platz 3 Kandidat, weil sie ja unheimlich gutes Chassis hat. Das ist so ein gutes, kontrollierbares Fahren mit der Fireblade. Man hat zwar auch 180 PS, aber man fühlt sich nie überfordert. Man hat das, so ein gutes Gefühl fürs Hinterrad, für die Traktion, Sitzposition, da passt einfach alles. Und die 20 PS, die zu BMW fehlen, sind auf der Landstraße mehr oder weniger egal. Aber man hat da mit der Fireblade ein ganz fantastisches Landstraßenpaket zur Verfügung, wo einfach alles passt. Aber er ist auch mit dabei bei den neueren Baujahren. Honda-Qualität, irrsinnig haltbar. Der Motor ja hoffnungslos überdimensioniert für die Landstraße, also hält ewig wie ein Panzer. Ganz tolles Paket. Was ich aber sagen muss, wenn das Budget ein bisschen knapp ist, würde ich dann eher zu G6R greifen. Also bei den älteren Baujahren dann finde ich die Gixxer besser, bei den neueren Baujahren finde ich die CBR besser. Das ist auch so immer gewesen, das Feedback, was ich gekriegt habe, die alten K3 Gixxer waren sagenhaft bei der Fireblade, aber die neuen Baujahre, ganz eine grandiose Wahl. Und das Gute ist, dass man die relativ günstig kriegt, und wenn man jetzt so eine Einjährige oder so kauft, dann kriegt man einen mörderischen Discount natürlich, weil jetzt die neue kommt. Also für mich Platz 3 Fireblade, aber da bin ich mir sicher, gibt es noch heiße Diskussionen zwischen E1 und Kawasaki-Kriegern für die Landstraße. Für die Rennstrecke schaut es ganz anders aus, für die Rennstrecke natürlich die neue E1 besser oder die neue ZX10 besser als die aktuelle Fireblade, muss man ganz klar so sagen. Platz 2 für mich, da muss ich jetzt wirklich jetzt aufpassen, nicht zum einen anfangen, weil sie wird nicht mehr gebaut. Sie wird ab 2017 nicht mehr neu gebaut. Und ich habe mit diesem Motorrad die geilsten Momente auf einem Motorrad erlebt in meinem Leben. Muss ich so sagen, ich bin mit ihr auf der Nordschleife gefahren und das war Adrenalinrausch pur, das geilste Erlebnis überhaupt. Und ich habe viel erlebt am Motorrad. Es ist so ein geiles Motorrad. Es gibt kein anderes Motorrad, was man so als goldene Mitte bezeichnen kann wie sie. Und die Rede ist von der Suzuki G6R 57. Goldene Mitte hoch 3. Perfekte Leistung, perfektes Gewicht, perfekte Sitzposition. Das ist das Motorrad für die Landstraße. Irgendwann hat es halt Suzuki verabsäumt, sie ein bisschen zu modernisieren. Nur unter den Blinden ist der Einäugige der Kaiser, wenn man das jetzt so sagen darf. Die anderen haben ja alle keine 57er, deswegen ist immer noch die beste. Wenn jetzt Suzuki dann noch nachgezogen hätte, die weiter mitgeschärft hätte, dann wäre das komplett überlegen auf der Landstraße. So reicht es halt nur für Platz 2, aber den trägt sie, glaube ich, mit Stolz und Würde. Für mich leider halt wirklich traurig, dass jetzt nicht mehr gemacht wird und die Hersteller sich mehr oder weniger darauf beschränken, bei den Supersportlern radikale Rennstreckenraketen zu machen. Und erst jetzt, 2017, die Pharma, in 3 Wochen fahren wir sie die Ducati Supersport. Das ist natürlich eine fantastische Bereicherung. Da bin ich natürlich voll gespannt, wie die da reinfahrt in diese Top-5-Liste, die Ducati Supersport. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber im Moment geht es ja Richtung radikale Rennstreckenmotorradeln bei den Supersportlern. Und da ist die G6R 57 jetzt die letzte ihrer Art, die da irgendwie auch ausstirbt mit 2017. Und eins ist natürlich auch klar, wenn man pragmatischer Rechner ist, kann man so sagen, gebrauchte G6R 57 kaufen, so 6.000, 7.000, 8.000 Euro, kauft man, fahrt man 2-3 Jahre, die verliert de facto fast keinen Wert, weil sie ja neu auch nicht mehr gemacht werden. Und weil aber Motorräder, vor allem in der 7.000 Euro Liga, extrem wertstabil sind im Supersportbereich. Wir sehen das ja bei uns im Marktplatz, in der Marktplatz-App, sehen wir die Standzeiten, wie lange Fahrzeuge stehen, bis die Anfragen kommen, bis sie verkauft werden. Und die Motorräder mit den kürzesten Standzeiten sind günstige Supersportler. Also Supersportler so 5.000, 6.000, 7.000 Euro, zum Beispiel G6R 57 ist sofort vergriffen, sind extrem begehrte Motorräder, gut für die, die eine haben, schlecht für die, die eine kaufen wollen. Jetzt ist es natürlich spannend, was auf Platz 1 kommt. Was man sagen muss, ich kann euch verraten, ich habe wirklich eine schwere Auswahl gehabt. Ich habe mir zuerst eine Top 10 zusammengeschrieben und da waren einige dabei, die es dann nicht ganz geschafft haben. Zum Beispiel die Daytona 675R.
Es ist wirklich knapp. Es ist wirklich knapp. Vielleicht Platz 6, Platz 7. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt mit dir. Aber es fehlt mir, muss ich sagen, einen dicken Hubraum. Und ganz so günstig ist natürlich auch nicht. Also es ist für mich kein Motorrad und im Low-Budget-Tipp wie die CBR 600F, muss ich sagen. Und mit den großhubräumigeren Motorrad hält es dann halt auch nicht mit. Aber natürlich, wer 3-Zylinder liebt, wer rumfliegt, ganz würdiges Motorrad. Top 10 ist sicher mit dabei. Die auch nicht mit dabei sind für mich, für die Landstraßenwertung R1 ZX10 und die 1000er G6R. Wenn man genug Geld zur Verfügung hat, bei den älteren Baujahren, wenn Budget ein bisschen kleiner ist, gibt es gerade bei R1 und G6R 1000er eine riesige Auswahl. Und bei den neueren Modellen sind die schon, die R1 und die ZX10 so radikal waren, dass ich die auf der Landstraße nicht mehr so favorisiere. Und die G6R, die neuen Modelle, sind nicht mehr so leibend wie die alten. Muss man so sagen. Die neuen Modelle von der G6R, die letzten zwei Varianten, sind nicht mehr so leibend. Die Abgasvorschriften waren einfach eine Katastrophe. Wer eine alte hat, ewig behalten. Ganz geiles Gerät. Was ich auch nicht mit reingenommen habe in die Top 5, sind die Ducatis, die 848er und die 959er. Zwei ganz geile Motorrad für die Landstraßen, aber für mich nicht gut genug, um hier miteinander mithalten zu können. Aber für Ducatisti muss ich sagen, eher nicht die Panigale, eher nicht die endlos geile 960, weil die darf man nicht fahren, die muss man ins Wohnzimmer stellen. Ich würde eher greifen zu 848er oder zu 959er, das für mich die beiden besten Ducatis, je nach Budget, was man zur Verfügung hat, für die Landstraße. Die Panigales mit noch mehr Leistung sind schwieriger zu fahren, haben also die 1199er und die 1299er Panigale, haben einen sehr erfordernden Drehmomentverlauf, erforderndes Chassis, macht echt müde auf der Straße. Würde ich eher zur kleineren Panigale greifen. Und was ich jetzt persönlich jetzt im Großen und Ganzen auch gar nicht so leibend finde, muss ich sagen, sind 600er auf der Landstraße. Löbliche Ausnahme die CBR 600F, weil die punktet zumindest mit extrem niedrigen Kosten und einem super Fahrkomfort. Aber alle anderen 600er Supersportler, muss ich immer sagen, bitte kauft einfach die 1000er oder 750er. Es ist das Ausmaß der Gefährlichkeit und die Chance, in den Straßengraben zu springen, ist meines Erachtens bei einer 1000er nicht größer als bei einer 600er. Die 1000er hält nur länger, hat im Motor einfach viel mehr Reserven und die Chance ist auch größer, dass die Maschine, die man kauft, nicht so zusammengeritten ist. Also ich bin auf der Landstraße eher ein Fan von den 1000ern und empfehle auch Leuten, die jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen Angst haben davor, eher die 1000er nehmen, ja, dann kontrolliert man den Drehmomentverlauf. Gerade die CBR 1000 ist super wunderbar zu fahren und ist meines Erachtens nichts gefährlicher wie der CBR 600. Aber möglicherweise stehe ich da allein mit der Meinung da. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Und jetzt für mich auf Platz 1 ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ist ein bisschen langweilig, dass ich mich da wiederhole, weil sie hat ja jeden Test der letzten Jahre gewonnen. Seit 2009 ist am Markt, hat das ganze Segment bereichert und aufgemischt. Ich habe selbst zwei bei uns im Fuhrpark gehabt, die erste gleich und dann die 2013er, 14er. Bin immer gern damit gefahren, bin gleich mit 15, 20 verschiedenen Modellen gefahren in den letzten Jahren. Habe tausende Kilometer damit gemacht, auch auf Landstraßen. Tests auf Ausfahrten, auf Reisen. Die Rede ist natürlich von der BMW S1000R. Ein großartiges Supersportmotorrad, wo die BMW-Leute auch nicht auf die Landstraßentauglichkeit vergessen haben. Es ist möglicherweise einfach deswegen so leibend zum Fahren, weil die Testpiloten, die Bayern, vielleicht ein bisschen größeren Bauch haben wie die japanischen Testpiloten, aber es ist halt so, dass man sich auf der Landstraße mit der S1000R von der Sitzposition her einigermaßen wohlfühlt. Es ist nicht ganz so eine arge Tortur wie bei anderen Motorrädern. Und irrsinnig performant, also mörderische Leistung. Und das Ganze aber durch Hightech so ja, in ein Paket gestopft, geformt, dass man es auch da fährt auf der Landstraße, muss ich sagen. Sie gibt es um 8.000 bis 9.000 Euro, fängt es an in Österreich und Deutschland. Und das Gute ist, wenn man jetzt nur auf der Landstraße damit fährt und nicht auf die Rennstrecken geht, finde ich auch die ersten Baujahre okay. Die noch die Hightech-Traktionskontrolle haben und auch, wie soll ich sagen, das ABS noch rudimentärer war. Auf der Landstraße absolut tolle Sicherheitsfeatures. Auf der Rennstrecke natürlich sind die moderneren Versionen, die neuen, mit dem Upgrade. Das letzte, was wir getestet haben, war, glaube ich, die 15er. Und da ist natürlich auf der Rennstrecke schon eine andere Welt. Aber ich muss sagen, für die Landstraße 2009, 2010, 2011, ganz tolle Baujahre, gibt es leistbar unter 10.000 Euro, hat man ABS-Traktionskontrolle mit dabei, funktioniert top. Und was ich auf der Landstraße halt leibend finde, von den neuen Modellen,
ist der Schaltassistent, muss man sagen. Der ist natürlich schon geil bei den neuen Modellen, ist schon leibend. Und das dynamische Fahrwerk. Das dynamische Fahrwerk ist ja auf der Rennstrecke für die Profis teilweise nicht die erste Wahl. Also die Superstars reißen dann immer das Originalfahrwerk raus und schimpfen, dass das nicht gut genug ist. Aber ich muss sagen, auf der Landstraße ist dieses dynamische Fahrwerk in der aktuellen S1000 eine absolute Sensation. Dynamisches Fahrwerk, ganz kurz zur Erklärung, es gibt ja gewisse Fahrzustände, die man hat, und hier wird elektronisch nachher die Zug- und Druckstufe vom Fahrwerk angepasst in die jeweilige Situation. Klassisches Beispiel, man fährt zu einer Kurve hin, bremst, dann würde vorne stark in die Gabel eintauchen, ist aber jetzt dann nicht so der Fall, weil dann die Druckstufe einfach zugeht beim harten Bremsvorgang, passend zur aktuellen Geschwindigkeit, und dadurch bleibt es in der Bremszone stabiler. Und in verschiedensten Fahrsituationen macht dieses dynamische Fahrwerk dann halt immer das Richtige, um das Fahrwerk handlicher zu machen in Spitzkern, stabiler zu machen auf der Autobahn. Echt eine grandiose Geschichte. Leider halt erst bei den neuen Baujahren, ja, muss man so sagen. Ich weiß nicht, wie viele S1000R-Besitzer da mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber normalerweise ist das schon ein guter Tipp. Was ich auch gestehen muss, was für mich wirklich ganz wichtig war, warum ich die so weit vorne mitgereiht habe, sind die Griffheizung. Wirklich Griffheizung, Supersportler, alle, die sie mal probiert haben, lachen nicht mehr darüber, alle, die sie noch nicht probiert haben, lachen. Ich bin letztes Jahr im Dezember noch Motorrad gefahren bei 3 Grad, da muss ich so fette Handschuhe anziehen, es macht einfach keinen Spaß, supersportlich mit fetten Handschuhen fahren. Und mit der S1000R bin ich früher gefahren mit dem dünnen sportlichen Held von Dom. Super geil bei 3 Grad Außentemperatur. Es verlängert einfach die Saison. Wirklich toll, und tragt er nicht auf, ist ja kein Problem. Und bei den anderen Japanern müsste man sich ja das irgendwie aus dem Zubehör heranbasteln. Bei BMW ist schon fix integriert. Absolut perfekt für die Landstraße. Und jetzt die Moralapostel müssen weghören. Aber was wir mit der BMW S1000R auf der Landstraße schon erlebt haben, in Spanien, der Kameramann, der dahinter ist, war ja mit dabei damals, es sind einfach unvorstellbare Infernen. Ist die Mehrzahl von Inferno Infernen? Gibt es ein Lektorat hier? Was kann es irgendwer für mich schnell nachschauen? Infernos oder Infernen? Ja, ich weiß nicht, wir werden schon sehen, wenn nicht, werden wir das entfernen, diese Stelle vom Video ja nachher. Aber das ist ein Wahnsinn. Also diese S1000R, bis 100 ist er sowieso, sind sie alle gleich schnell. Bis 200 ist schon so, dass man auf der S1000R das Gefühl hat, das ist schon ein Raumschiff oder was ist es jetzt, Dampfkatapult und Flugzeugträger. Aber dann von 200 rauf auf 250, das ist dann wirklich absolut irre, und da steckt dann halt jede andere Supersportler Vollgas ein. Das ist wirklich irre, wenn man da auf der Autobahn, selbstverständlich nur auf der deutschen Autobahn, da ordentlich durchladet, wie das vorwärts hämmert, immer noch ab 200. Oder in Spanien, wie wir unten waren, auf diesen menschenleeren Landstraßen, da rauf nach Ronda. Es war so mörderisch, bei 170 nochmal raus, volle Granate anrauchen. Das ist Supersport, diese irre Leistung, immer zu viel Leistung. Und das ist S1000R. Sie hat immer mehr Leistung, als man brauchen kann. Und daher für mich ein würdiger Platz 1 hier. Und sie gibt es zum Glück jetzt auch schon unter 10.000er Gebrauch, ganz toll. Was mir jetzt wichtig ist, natürlich eure Kommentare unten drunter. Habt ihr so ein Motorrad, einen meiner 5 Highlights hier? Da brauche ich natürlich sofort euer Feedback, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Oder wenn ihr sagt, ich habe was vergessen, ich habe jemanden unter Wert geschlagen, die Kommentare schaue ich mir natürlich auch gerne an und kommentiere es auch gerne noch. Nächste Folge dürft ihr dann auch nicht verpassen. Nächste Woche wieder Dienstag, 20 Uhr geht es wieder los. Haben wir aber die Themen, was haben wir nächste Woche? Genau, Supermotos. Alltagstaugliche Supermotos nächste Woche hier bei unserem YouTube-Kanal. Abonniert den Kanal einfach, dann könnt ihr es nicht verpassen. Danke, bis dann. Thank you.